Einen wunderschönen guten Abend. Das BSW hat seine Pläne zur Rente vorgestellt und die katastrophale Rentenpolitik der Ampel kritisiert. Konkret die Pläne der FDP, ja, rund 10 Milliarden Euro jedes Jahr an Staatsschulden aufzunehmen und damit an den internationalen Finanzmärkten zu zocken. Also stellt euch das mal vor, ihr nehmt Schulden auf und zockt damit an den Finanzmärkten und hofft, dass da am Ende Gewinn bei rausspringt. Wenn Gewinn bei rauskommt, dann steckt ihr das in eine Rente. Wenn Verlust bei rauskommt, tja, dann hat der Beitragszahler eben Pech gehabt. Der Kanzler hat dem Stern ein Interview gegeben, das wahrscheinlich die meisten Bürgerinnen und Bürger mit einer Mischung aus Sprachlosigkeit und Entsetzen zurücklässt. Weil man fragt sich ja wirklich, lebt der Mann, der eigentlich unser Land regieren soll, noch in Deutschland oder schwebt er inzwischen auf irgendeiner Wolke ins Nirgendwo? Weil das, was er dort vertritt, ist so weit weg von der Realität, die wir zurzeit in Deutschland haben, dass man wirklich eigentlich ja kaum noch Worte dazu findet. Also was sagt der Kanzler? Deutschland wächst, die Ampel sorgt für zusätzliche Investitionen, gute Standortbedingungen, Technologien strömen ins Land, bald produzieren wir grünen Stahl und Niedrigverdiener danken der Ampel den größten Gehaltssprung seit langem. Ja, und überhaupt, das ist alles keine Krise, sondern ein Turnaround, habe ich also da gelesen. Ich muss wirklich sagen, da fragt man sich, ist das noch Realitätsverweigerung oder ist das schon pathologisch? Weil wir alle wissen, wie die Wirtschaftsdaten in der Realität sind. Die Wirtschaft wird in diesem Jahr nach den Prognosen wieder nicht relevant wachsen. Sie ist im letzten Jahr geschrumpft. Der IWF hat noch mal prognostiziert, dass das auch für die nächsten Jahre ziemlich trübe bleiben wird. Wir sind Schlusslicht unter den Industriestaaten. Die Investitionen sind niedrig. Und das Mindeste, was man von einem Kanzler erwarten kann, ist doch, dass er diese Realität ins Auge fasst und zumindest zur Kenntnis nimmt. Weil auch sogar die Arbeitgeber und die IG Metall zusammen, das kommt ja auch nicht so oft vor, haben einen Brandbrief verfasst, haben gewarnt, dass unsere Industrie kaputt geht, dass die Unternehmen abwandern. Und da muss man sich schon wirklich fragen, ja, in welchen Händen ist eigentlich dieses Land, wenn ein Kanzler das alles so überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt? Bisher wusste man ja, dass es mit dem Gedächtnis des Kanzlers nicht zum Besten bestellt ist. Also ja, die Erinnerungslücken sind legendär, aber es scheint nicht nur zu hapern am Gedächtnis, es scheint offensichtlich auch massive Wahrnehmungsprobleme zu geben. Und das ist dann wirklich ziemlich bedenklich. Geradezu ein Hohn für viele Menschen mit kleinen und niedrigen Einkommen, 8 Millionen Menschen in unserem Land, die immerhin für Löhne unterhalb von 14 Euro die Stunde arbeiten müssen. Geradezu ein Hohn für diese Menschen muss es sein, wenn der Kanzler jetzt ganz eben mal so erklärt, ja natürlich der Mindestlohn, der muss auf 15 Euro steigen. Wohlgemerkt, wir sind jetzt gerade mal auf etwas über 12 Euro und wir reden hier nicht von einem Oppositionsführer, der sowas sehr gut mal fordern kann, sondern wir reden hier über den Mann, der eigentlich die Geschicke unseres Landes bestimmen sollte. Und ich möchte da auch noch mal in Erinnerung rufen, in der letzten Sitzungswoche hat das Bündnis Sahra Wagenknecht hier im Bundestag einen Antrag eingebracht, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen. Also wir waren noch etwas bescheidener als der Kanzler, der jetzt 15 Euro fordert. Interessant war, es haben alle Fraktionen im Bundestag gegen unseren Antrag gestimmt. Also alle drei Fraktionen der Ampel, eben auch die Kanzlerpartei und natürlich auch die AfD, um das nur. Das ist doch sehr interessant. Also ja, die Rede von Gerrit Huy von der AfD haben wir uns angesehen. Die hat da ziemlich viele neoliberale Mythen über den Arbeitsmarkt verbreitet. Da will ich jetzt gar nicht en detail. Aber es ist auch interessant, wie die SPD sich vorher verhalten hat. Die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld saß nämlich in der Mindestlohnkommission als Vorsitzende und hat mit ihrer Stimme dort schon eine Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro verhindert. Also das haben viele nicht mitbekommen, weil die Medien nicht darüber berichtet haben. Die Medien berichten ja über die relevanten Themen überhaupt nicht. Die berichten nur darüber, wenn irgendein SPD-Politiker wieder was fordert, wo seine Partei das Gegenteil macht. Die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld hat in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Kein Medium hat darüber berichtet. Kurz darauf hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro gefordert. Darüber haben die Medien plötzlich berichtet. Und jetzt verhindert die SPD wieder im Bundestag zusammen mit FDP und Grünen die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro. Und was macht der Bundeskanzler? Er fordert kurz darauf einen Mindestlohn von 15 Euro. Also diese Partei belügt euch von vorne bis hinten.
Wenn euch die SPD irgendetwas verspricht, dann glaubt ihr nicht. Wenn irgendein Politiker dieser Partei etwas sagt, dann ist das eine Lüge. Und es ist egal, welcher von diesen bezahlten Rüstungslobbyisten und neoliberalen Propagandisten da etwas sagt. Wenn die SPD an die Macht kommt, dann verscherbelt sie unser Rentensystem ans Finanzkapital, sie senkt die Löhne der Arbeiterschaft und sie privatisiert wichtige staatliche Unternehmen. Verscherbelt wichtige Teile unserer Infrastruktur ins Finanzkapital, so wie sie das immer gemacht hat, wenn sie an der Macht war. Zumindest seit 1998, seit der ersten Schröder-Regierung. Aber für höhere Löhne wird diese Partei nicht sorgen. So glaubt diesen Leuten, glaubt diesen Politikern kein Wort, wenn sie euch so etwas versprechen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Also deswegen sollte das BSW, glaube ich, diese Ablehnung der SPD, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen, sollte das BSW diese Ablehnung nutzen, um da massiv Stimmung gegen die SPD zu machen. Denn also jetzt ganz egal, wie man zu dieser Mindestlohnerhöhung steht, wenn der Mindestlohn nicht erhöht wird, also wenn die SPD zuerst sagt, wir erhöhen den Mindestlohn nicht, wir sind mit dem aktuellen Mindestlohn zufrieden, wir stimmen gegen einen Mindestlohn von 14 Euro und anschließend sagt, wir wollen einen Mindestlohn von 14 Euro, dann stellt das BSW im Parlament nochmal einen Antrag. Und dann stimmt die SPD wieder dagegen und sagt, nee, wir wollen doch lieber den aktuellen Mindestlohn. Und dann stellt sich der Kanzler hin und sagt, wir wollen Mindestlohn von 15 Euro. Dann ist das offensichtliche Wählertäuschung. Und jeder Wähler, der sich da reinlegen lässt, der ist auch am Ende selber schuld. Aber dafür muss das BSW darüber eben informieren. Die Medien, die berichten darüber nicht vernünftig, deswegen müssen wir das tun. Deswegen müssen wir das möglichst auch in ihrem Pressestatement hier breittreten. Es ist gut, dass Wagenknecht das jetzt zum ersten Mal so macht. Das Votum von Christiane Schönefeld in der Mindestlohnkommission hatte sie bisher so leider noch nicht angesprochen, aber die Ablehnung der SPD im Bundestag, die hat sie jetzt endlich mal hier angesprochen.